Drohnen sind wertvolle Präzisionswerkzeuge für Anwendungen in der Industrie, im Bauwesen, der Land- und Forstwirtschaft, für Rettungsdienste. Wirklichen Nutzen bringen Drohnen aber erst, wenn sie jenseits der Sichtweite des Steuerers operieren können. Mit unserer Technologie wird das jetzt Realität. Das Prinzip ist einfach und erprobt. Die Drohne wird ein fliegendes Smartphone. Mit einem speziellen LTE-Transponder und einer SIM-Karte wählt sie sich in das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom ein und sendet ihre exakte Position. Diese Daten werden an die deutsche Flugsicherung gesandt und in einem UAS Traffic Management System, kurz UTM, dargestellt. Dieses UTM verarbeitet die Positionsdaten sämtlicher Drohnen in Echtzeit, prognostiziert deren Routen und erstellt ein aktuelles Luftlagebild. Droht ein Konflikt, warnt es die Drohnenpiloten. Mehr noch, es sperrt bestimmte Lufträume wie Flughäfen, in denen Drohnen nichts zu suchen haben. Die Kombination von Mobilfunknetz und UTM ermöglicht völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel für Aufgaben, die heute mit Helikoptern erledigt werden, wie das Abfliegen von Trassen. Das können Drohnen umweltfreundlicher, leiser, kosteneffizienter. Das Mobilfunknetz der Telekom ist flächendeckend und übertrifft damit die Reichweite konventioneller Funkfernsteuerungen. Durch ein Backup-System ist das Netz noch sicherer und empfängt neben den Signalen der Drohnen auch Signale von Kleinflugzeugen und Hubschraubern. Im Zusammenspiel mit dem UTM kann der Drohnenpilot sein Fluggerät über das Mobilfunknetz orten, steuern und kann außerdem Film- oder Bildformate in Echtzeit empfangen. Damit die Drohne abheben kann, gibt es ein Verfahren, das die Sicherheit des Flugs garantiert. Der Drohnenpilot registriert sich im UTM und meldet seine gewünschte Strecke an. Das UTM prüft den Luftraum. Wenn er nicht belegt ist, gibt es die Mission frei. Die Drohne fliegt die geplante Route ab, live getrackt durch Positionsmeldungen. Diese Informationen kann das UTM auch an andere Stellen weitergeben, wie die Fluglotsen der DFS, Behörden wie die Polizei oder an andere Steuerer. Zusätzlich lassen sich über eine besondere Schnittstelle andere Drohnendetektionssysteme anbinden, beispielsweise rund um Flughäfen. Über diesen Datenaustausch wird klar, welche Drohnen im UTM registriert sind und welche ohne Kennung fliegen. Das UTM schafft dadurch die Basis für ein lückenloses Luftlagebild. Der Flug endet schließlich genauso unkompliziert, wie er begonnen hat. Nach der Landung meldet sich der Pilot vom UTM ab und kann seine Flugdaten über das System auswerten. Viele Vorteile, eine Lösung. Das UTM von DFS und Telekom.